Hallo, wir sind heute zu Gast bei Jonas Laux. Er ist der dritte Gewinner unseres Gewinnspiels Pimp My Tractor und bauen dieses Fronthubwerk von Südberg an seinen schönen Fiat 16090. Viel Spaß dabei. Zunächst muss jedoch der Frontgewichtsträger weichen. Danach ist es wichtig, alle Montagebohrungen mit einer Drahtbürste, passenden Gewindebohrer und Druckluft zu reinigen. Und Fingerklemmen? Nee. Der Anbaurahmen führt bis zur Kupplungsglocke, damit die entstehenden Kräfte vor allem bei Traktoren in Blockbauweise besser auf das Fahrzeug verteilt werden. Stopp! Ja, ich glaube, wir müssen den Kessel abbauen, ja. Passende Schrauben liegen dem Nachrüstsatz bei. Hinten halten Distanzhülsen die Konsole auf Abstand. Vorne liegen sie direkt am Gussrahmen an. Hubzylinder und Unterlenker werden mit passenden Absatzschrauben montiert. Die Schrauben für die Unterlenker dürfen nur so fest gezogen werden, dass sich diese ohne Sicherungsbolzen per Hand nach oben klappen lassen. Mit einer zweiten Mutter wird die Verschraubung dann gekontert. Peter Knecht ist Werksbeauftragter der Firma Südberg und vor allen Dingen für den südwestdeutschen Raum zuständig. Peter, was hast du uns hier für ein Modell mitgebracht an Fronthubwerk? Ja, hallo Alexander. Der Frontkraftheber hat 2,8 Tonnen Hubkraft, Verstrebung bis nach hinten und wird aufs hintere Steuergerät angeklemmt und hat ein Umschaltventil serienmäßig dabei zum doppeltwirkend, einfachwirkend und zum Sperren. Auch die Hydraulikleitungen werden montagefertig angeliefert. Die Montage an den Zylindern erfolgt mit Hohlschrauben. Linker und rechter Zylinder werden mit kurzen Leitungen miteinander verbunden. Hinten muss nur noch das Umschaltventil an einer passenden Stelle angeschraubt und mit den Leitungen verbunden werden. Die Versorgung erfolgt über die Anschlüsse eines Schleppersteuergeräts. Wie sieht es bei anderen Schleppern aus, wenn ich einen anderen Youngtimer habe, von IAC, von Deutz, ja, von John Deere? Gibt es da auch die Möglichkeiten, das alles passgenau schon zu bekommen von euch? Wir hoffen, dass immer alles passgenau ist, aber die Farbe passen wir uns eigentlich immer an. Also die wird schon in John Deere grün und Deutz-Grün. Falls wir den Frontkraftheber nicht mehr im Programm haben, wir haben noch drei verschiedene Uni-Frontkraftheber. Da müssen halt dann die Löcher selber gebohrt werden und angepasst werden. Und Jonas, die mir die Aktion zusammen gemacht haben, will vielleicht auch noch eine Zapfwelle nachrüsten, die auch noch für diesen Schlepper lieferbar ist. Ja, Jonas Laux ist der stolze Besitzer und Gewinner des Fronthubwerks. Jonas, hast du schon Einsätze für das Hubwerk? Ja, das Hubwerk soll jetzt vorerst mal ein Frontgewicht packen, damit ich auch schwere Anbaugeräte im Heck fahren kann und den Schlepper ausreichend ballastieren kann und auch für Transport zu fahren genügend Druck auf der Vorderachse habe. Dann soll für die Zukunft noch eine Frontsubwelle von Südberg kommen, die eine Load-Sensing-Pumpe antreiben soll, die ich mir selbst als Frontkoffer bauen will, um mit dem Schlepper auch neuere Geräte fahren zu können, die mit Load-Sensing betrieben werden.
Das klingt ja nach einem sehr spannenden Thema. Vielleicht treffen wir uns dann ja noch mal wieder mit Profi. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Fronthubwerk und weiterhin frohes Schaffen. Hiermit beenden wir die zweite Staffel von Pimp My Tractor. Welche Nachrüstungen würden euch noch interessieren? Lasst doch gerne einen Kommentar da und freut euch zukünftig auf weitere spannende Anbauten, die vor allem den geschätzten Youngtimern mehr Praxistauglichkeit verleihen.